Der Schaden, den ich vorhin gesehen habe, das war ohne irgendwelche Schadenbonusse wie durch verstreutes Boot oder Zaubertrank. Und ich verwende dort nur Stahlmunition. Ich zeige euch das nochmal später, nachdem ich euch mein Bild erklärt habe, wie das dann aussieht, wenn ich diese Bonusse aktiviere. Zuerst einmal zu meinem Bild. Ich verwende die Crank, Boom Boom, 4 Teile Schutzset. Das ist eigentlich egal, ob ihr jetzt Oberteil habt oder sonst was, aber 4 Teile sollten es auf jeden Fall sein. Dann ein Teil Bastille und die Barbecue-Handschuhe. Zu den Mods ganz schnell. Bei der Waffe Crank verwende ich Gluttalente. Hierbei müsst ihr darauf achten, dass ihr Elementschaden habt, Statusschaden, Schaden gegen große Gegner und Schaden gegen Elite-Gegner. Nur ist der Roll nicht so optimal, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Hier habe ich Schaden gegen normale Gegner, auch noch gelb. Hätte ich darauf verzichten können. Wenn Elementschaden gelb gewesen wäre, wäre es natürlich besser gewesen. Bisschen Magazinkapazität ist zwar nicht schlecht, aber hier hätte ich Statusschaden doch vorgezogen. Bei der Bum Bum habe ich Flammensegen. Das ist ein sehr guter Mod in Kombination mit einem bestimmten Mod, den ich für meinen Rüstungsteil verwende und auch mit der Fähigkeit der Waffe selber harmoniert das sehr gut und es stellt meine LP wieder her bei jeder Tötung. Das passt schon perfekt. Alternativ könnt ihr natürlich auch hier Gluttalente verwenden, wenn ihr noch mehr Schaden raushauen wollt. Aber ein bisschen überleben will man ja auch. Elementschaden natürlich, Statusschaden, Schaden gegen große Gegner und Elite-Gegner. Die Rolls sind zwar sehr gut, aber Elementschaden ist nur grün. Das hätte ich auch gelb gerne gehabt. Für Helm verwende ich Mutations-Experte-Talente. Reichweite ist bei Feuer vollkommen egal. Den sollt ihr auf jeden Fall nehmen. Hier habe ich sogar zwei gelbe, allerdings normale Gegner ist gelb. Darauf hätte ich verzichtet. Und Waffenschadenverringerung, darauf hätte ich auch gerne verzichtet. Das muss nicht sein. Elementschaden, Statusschaden, Schaden gegen große Gegner und ja gut, bisschen gegen normale Gegner ist auch nicht verkehrt. Ne? Bei der Maske habe ich dann Brandbeschleuniger-Talente. Ja, im Grunde die Nebenattribute sind immer eigentlich gleich. Ne? Ihr müsst halt darauf achten, dass ihr Elementschaden habt und Statusschaden habt. Das wäre sehr wichtig. Ja, solche Sachen wie Kopfschadenverringerung, das braucht ihr alles nicht. Stattdessen als Schaden gegen große Gegner und Elite-Gegner, das wäre das Wichtigste halt, ne? Wenn ihr jetzt einen Mod habt, wo normale Gegner auch noch ein bisschen. Normale Gegner sind nicht so wichtig. Ja, also Elite-Gegner, große Gegner und Statusschaden, Elementschaden. Das brauche ich dann nicht jedes Mal zu sagen, weil das sind eigentlich die Nebenattribute, die ihr bei jedem Mod haben solltet. Ja, wenn ihr mal Magazinkapazität bei einem Mod habt, das ist auch nicht verkehrt. Aber letztendlich kommt es auf Element- und Statusschaden an. Beim Oberteil verwende ich für Jungen Talente. Dieser Mod ist ein bisschen komisch. Hier heißt es, wenn die LP über 60% liegen, stellt eine Tötung 50% verlorene LP wieder her. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn sie unter 60% liegen, eine Tötung 15% verlorene LP wiederherstellt. Bei der Hose habe ich dann Statusverstärkung. Bei der Handschuhe habe ich leider nur elementare Überlastung. Den habe ich genommen, weil halt die Nebenattribute besser gedroppt sind. Elemente und Status-Damage habe ich hier. Und Schaden gegen große Gegner. Kopfschadenverringerung, sowas braucht ihr natürlich nicht. Stattdessen hätte ich gerne dieses Mod hier gehabt. Statusverbesserung. Ne, der gibt mir gleich 20% Statusschaden. Aber die Nebenattribute sind nicht so gedroppt, nicht so gewollt gedroppt halt, ne? Die habe ich nicht. Alternativ kann man dann auch den hier nehmen. Wäre besser, wenn man dann Statusverbesserung verwendet mit Nebenattributen Elementschaden, Statusschaden, Schaden gegen große Gegner und Schaden gegen Elite-Gegner. Bei den Schuhen habe ich getarnter Vormarsch. Dieses Mod verwende ich. Allerdings gibt es da einen Haken. Wenn man getroffen wird, dann hat man den Bonus nicht. Also man muss da 4 Sekunden lang keinen Schaden erleiden. Dann erhältst du für 30 Sekunden eben einen immens guten Buff. Alternativ kann man hier Eile mit Weile verwenden. Das wäre dann vorzuziehen, weil hier hast du permanent 10% mehr Schaden. Wenn deine LP über 90% liegen, erhältst du nochmal zusätzlich 10% Schaden. Allerdings sind die Nebenattribute nicht so gedroppt, wie ich wollte. Daher habe ich jetzt die gewählt. Also besser wäre Eile mit Weile. Wenn ihr die so verwendet, dann könnt ihr nochmal den Damage dieses Builds hier übelst buffen. Vielleicht droppen die Mods für euch ja besser. Aber worauf ihr achten müsst, habe ich euch jetzt gezeigt und erklärt. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das aussieht hier mit Dr. Meinem, wenn ich die Buffs aktiviere.
Und hier nochmal zur Wiege, was ihr da aussehen müsstet, wäre dann automatische Waffenverbesserung. Meistertaktiker natürlich, da kriegt ihr noch erheblichen Schadenbonus gegen große Bosse, wenn ihr ein taktisches Item verwendet, wie ein Turret oder eine Granate. Mutationsmeister, letztendlich haben sie das endlich gefixt. Jetzt könnt ihr sehen, dass ihr tatsächlich 50% mehr Schaden bekommt und nicht Nachladetempo. Taktisches Combo, wenn ihr Waffen wechselt, hin und her zwischen, also Crank und Bum Bum, deswegen wechsle ich so oft, oder Nachladen, ne? Nach einem Schwachstellentreffer Statusschaden, Damage wird nochmal für 3 Sekunden erhöht hier. Dauerhafte Unterdrückung und Präriefeuerhölle. Die sollten bei euch dann ausgewählt sein. Ja, bei dem habt ihr die Möglichkeit, entweder Sprinten, Schnellhilfe oder Beweglichkeit zu nehmen. Ich habe mich hierfür entschieden, damit ich mich etwas schneller bewegen kann. Danke, dass ihr mir zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr fand das Video hilfreich. Dann bis demnächst.